Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Party, zu einer neuen Horrorrunde Resident Evil 7 bei euch, der Transec, bei Trans17TV. Und heute geht's weiter. Wir wollen nämlich heute unseren letzten Kopf einsetzen und sehen, dass wir hier rauskommen aus der ekelhaften Butze. Da ist immer noch die Oma. So. Jawohl. So. Da müssen wir... Kommen wir hier auch irgendwo lang? Ja, wir kommen hier doch raus, ne? Genau. Oh, dieses Gesinge, das ist ja fürchterlich. So. Schnell den Kopf einsetzen. Raus hier. Jawohl. Tschüss. Tschüssikowski. Ah, oh, frische Luft. Oh. Und wir haben eine Trophäe erhalten. Graut. Schießpulver. So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Das würde sich schon wieder mit VR lohnen. Ja, nächste Runde sind wir auf jeden Fall wieder VR-mäßig unterwegs hier. Okay, wir gehen mal in den Wohnwagen hier. Was ist hier? Uah. Noch irgendwas mitnehmen. Da ist ein Kopf drin. Das ist bestimmt eine Falle. Ich gehe erstmal in den Wagen hier. Und wir sind erstmal in Sicherheit. So. Unser Zwischendomizil. Oh, wir haben hier auch eine Möglichkeit aufzubewahren. Oh. Was haben wir hier? Ein BH. Der gehört vielleicht Zoe. Vielleicht auch nicht. Hier können wir zwischenspeichern, aber erstmal nochmal das Kraut. Das nehmen wir auf jeden Fall hier raus. Wir haben ja schon ganz gut Kraut gesammelt jetzt hier. Das kommt in die Kiste. Genau, da haben wir wieder einen Platz frei. Schießpulver. Weiß ich auch nicht. Kann man das schon gebrauchen? Kann man das irgendwie kombinieren? Mal gucken. Jo. Das kombinieren wir mal. Haben wir ein paar mehr Patronen. Was haben wir da noch? Defekte Pistole. Haben wir die im Inventar jetzt? Genau. Dann wollen wir die auch gleich wieder loswerden. Raus. Zack. So. Wer weiß, wozu wir die nachher noch brauchen. Was ist hier? Objekt fehlen. Drei Münzen für... Was ist das denn überhaupt? Stabilizer. Steroide. Drei Münzen. Hm, wie viele Münzen haben wir denn eigentlich? Mal eben schnell schauen. Vier antike Münzen haben wir. Ich glaube, wir sparen uns das erstmal nochmal auf, ne? Hier ist also so ein kleiner Shop, wie es aussieht, wo wir... Nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Wo wir dann Spritzen und sowas kaufen können. Ja, hier sieht das wenigstens mal einigermaßen vernünftig aus. Hier ist noch ein Shop. Oh, und noch eine Münze. Cool. Damit haben wir dann 5. Und da können wir eine Pistole mitnehmen für 9 Münzen. Hier haben wir ein Foto.
Was steht da drauf? Für sie ist es zu spät. Das Foto, das kenne ich doch aus dem Haus. Das hing doch über dem Kamin. Hier haben wir noch mehr Info. Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Also gibt es ein Serum gegen diese Verwandlung. Hier kann man ein Video reinlegen. Abspielen. Okay. Nochmal kurz speichern, würde ich sagen. Macht Sinn. Und dann geht's weiter. Oh, Telefon. Trans 17 TV, Transec am Apparat. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Die Psychomam. Ja, wir haben Daddy geschafft, da werden wir auch noch Mami schaffen. Auf geht's, Mrs. Baker, wir kommen. Es lohnt sich immer noch mal, um den Wagen rumzulaufen hier. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Hier ist auf jeden Fall ein Eingang. Gehen wir hier mal rein. Verschlossen. Das heißt, wir müssen andersrum. Oh, hier hat es ziemlich geregnet. Das tut ziemlich viel in Louisiana. Okay. Aber wir können auch von hier raus. Das kennen wir, glaube ich, noch aus dem Video. Ich werde mal eben kurz auf das Messer wechseln jetzt. Wir dürfen nicht so viel Munition verbrauchen. Deswegen verlasse ich mich jetzt erstmal aufs Messer. Pistolenmunition. Okay. Wir haben hier überhaupt keinen Krach gemacht, nein. Hallo, Mrs. Baker. Mrs. Baker? Ih, was sind das denn für ekelhafte Viecher da an der Wand? Haben wir. Wo ist das Vieh? Komm her. Zack. Noch einer. Da ist noch einer. Ih, was ist das denn hier alles? Komm her. Komm her. Ja, die alte Mrs. Baker, die hat die ganzen ekelhaften Insekten unter sich.
Ha. Mit dem Messer kommen wir da, glaube ich, nicht weiter. Gib mir mal die Shotgun. Ein bisschen Abstand nehmen. Oder besser dicht daran. Mal gucken. Jetzt muss ich erstmal wieder nachladen. So, Messer, Messer, Messer. Wo ist das Messer? Okay. Wir müssen hier ja irgendwie durch. Ih! Oh shit, shit, shit. Da ist noch so ein ekelhaftes. Da müssen wir auch. Ah, sonst kommen wir da nicht durch. Shit, shit. Okay, wir brauchen nochmal die Wumme. Oder nehmen wir erstmal, ich glaube, mit der kleinen. Mit der kleinen erstmal versuchen. Ja, geht doch mit der kleinen. Brauchen wir nicht die. Ganze Muni verschwenden hier. Antike Münze. Eieiei. Kann man uns bald ein Upgrade leisten? Ein fettes, schönes, fettes Upgrade. Ethan? Oh Gott. Die gibt's Ethan. Immer noch. Steinstatue. Erzähl kein Mist mehr mir. Dir traue ich kein Deut mehr, du. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Oh Gott! Der Psychosohn. Was dagegen, wenn ich mir Mami Kunst ausleihe? Hol mal die Wumme raus. Ah. Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Ja, da kannst du mal drauf ab, dass ich gleich was tue, mein Lieber. Verdammt. Psychopath. So, ich muss erstmal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier gibt es nichts mehr. Da kommen wir nicht durch. Nee. Das ist nicht befriedigend hier gewesen. Da geht's nicht weiter. Das ist ja doof. Ich wollte eigentlich nicht wieder zurück. Kann man auch nirgendwo hochklettern? Nee. Shit. Okay, wir müssen wohl doch wieder zurück. Wieder zurück zu den alten Viechern. Nützt alles nix. Gehen wir hier mal durch. Oh! Die Psychobaker! Da kann ich nicht durch. Das heißt, ich muss hier wieder zurück. Okay. Mach du die Tür zu. Ha, was machen wir jetzt? Kommen wir da weiter? Ii. Okay. So, Hammer. L2. Okay.
Okay. Ich bin dafür, dass wir das Messer mal wieder mehr einsetzen. Oh, fuck. Mal da vorbei. Hier kommen wir durch. Fuck, 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 fuck. Die Psychotante, wo ist sie? Ah, da ist sie. Oh, weg. Raus hier. Nimm mit. Karte des Hauses. Jawohl. Weg hier. Mach die Tür zu. Oh, wenn die Alte mich kriegt, dann habe ich richtig verschissen. Oh ja, hier ist schnell das Ding aufstellen hier. Hier ist die Karte, dieses komische Ding aufstellen. So, hoffentlich habe ich genug Zeit hier. Da ist der dicke Rumpf. Ich liebe diese Schattenspiele. Bisschen, nee, der dicke Körper, der ist ja hier. Shit. Oh, oi, oi, oi. Das. Momento, jetzt haben wir es gleich. Oh, das sieht gut aus. Sehr schön. So, weiter geht's. Hier können wir uns durchschlängeln. Taschenlampe an. Mist, 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 Mist! Uah. Schon wieder diese ekelhaften Tausendfüßler. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Irgendwo in einem Haus auf der anderen Seite. Ach so, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Und wir brauchen Krähenschlüssel. Da können wir unten rein. Ich weiß gar nicht, ob ich da rein will. Aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Gibt es auf jeden Fall wieder ein bisschen Stuff, wie es aussieht. Psychotonikum. Das Psychotonikum würde ich eigentlich ganz gerne mal nehmen. Dann kann ich noch ein bisschen mehr finden. Zieh's dir rein, Baby. So. Da ist ein Wackeldackel. Zack. Da ist die Kurbel! Wie cool ist das denn? Und Chemie haben wir auch. Die Kurbel. Wie cool ist das denn? Kommen wir hier gar nicht weiter? Sieht so aus. Nee. Oh, wir müssen wieder zurück. Ich dachte, wir kommen hier irgendwie... sind so ekelhaft, die Viecher. Okay, hoch da. Komm her, Baby. Zack. So, setz die Kurbel an. Setz die Kurbel an. Wo ist meine Kurbel? Da. Zack. Boah, hammerlaut. Mega laut. Da liegt auch irgendwas.
Oh, was haben wir da Schönes? M44er Munition. Die kann ich gar nicht gebrauchen, weil ich habe die Pistole ja noch nicht. Das Psychotonikum ist richtig cool. Hier komme ich raus. Oh ja, hier komme ich raus. Das ist eine gute Idee. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal eben ganz schnell zwischenspeichern. Oder? Wo bin ich? Ja, doch, ist richtig. Ganz schnell zwischenspeichern. Das macht Sinn, da wir ja doch richtig was geschafft haben heute hier. So. Einmal zwischenspeichern, bitte. Sind wir der Alten doch tatsächlich gut auf den Pelz gerückt. Und haben das neue Haus heute schon erforscht. Haben einiges hier gelootet. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs freundliche Zuschauen, wie immer. Und wenn ihr Bock drauf habt, lasst doch ein Like da. Würde mich sehr freuen und unterstützt das Projekt ungemein und unterstützt vor allen Dingen den Kanal. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann und ciao.